Heute gibt es einen effektiven Push-Day, sprich wir trainieren unsere Brust, Schulter und Trizeps fürs Gym. Der Plan ist sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene geeignet. Das klare Ziel dabei ist Muskelhypertrophie, sprich Muskelaufbau. Ich werde euch zahlreiche Tipps und Tricks mitgeben, auf die ihr achten könnt, damit ihr wirklich das Maximum rausholen könnt und wirklich so schneller vorankommt. Das ist wirklich ein solider Push-Tag, den ihr durchführen könnt. Wenn ihr es dort steigert, sage ich euch, wird einiges vorangehen. Demnächst kommen noch Videos zu Pull, Beine, Oberkörper, Unterkörper etc., damit ihr euch aus den Trainingsvideos wirklich einen eigenen Trainingsplan zusammenstellen könnt. Ich hätte gesagt, wir starten auch direkt rein. Kurz vorweg, wir verwenden Kurzhanteln, Langhanteln, den Kabelzug, wirklich alles, was du auch im Gym hast, damit du das wirklich 1:1 nachmachen kannst und auf dich anwenden kannst und vorankommst. Lass uns direkt losstarten und das Maximum aus dem Push-Tag rausholen. Bevor wir jetzt direkt reinstarten, macht bitte ein Warm-up. Das ist wirklich super wichtig, einfach um langfristig gesund zu bleiben, denn wir wollen das Ganze auch wirklich langfristig ausüben, denn dort sehen wir Ergebnisse. Und zwar 5 bis 10 Minuten warm machen. Ihr könnt entweder ins Gym gehen, zu Fuß, wenn es in der Nähe ist. Ansonsten 5 bis 10 Minuten Rad am Laufband eingehen, Stepper, was auch immer. Was dir Spaß macht, einfach um den Körper, das Nervensystem, den Kreislauf in Schwung zu bekommen. Einfach so lange machen, bis du ins Schwitzen kommst und dann weißt du, okay, der Körper ist ready. 5 bis 10 Minuten würde ich dir allgemein empfehlen. Ansonsten noch die Gelenke durchmobilisieren, ein bisschen Schulterkreisen. Wenn ihr euch davor dehnen wollt, bitte immer nur dynamisch, nicht statisch, denn das vergrößert nur das Verletzungsrisiko und sorgt zudem noch dafür, dass ihr weniger Performance habt. Also das auf gar keinen Fall. Wenn immer nur dynamisch an Andehnen könnt ihr beim Push-Tag zum Beispiel mit der Brust machen, einfach dynamisch die Brust zum Beispiel hier ein bisschen andehnen, bis ihr euch ready fühlt. Ich mobilisiere und wärme zusätzlich immer meine Rotatorenmanschette auf, entweder am Kabelzug oder mit einem Theraband. Einmal, wo der Oberarm senkrecht zum Boden steht und einmal waagerecht. 2 bis 3 Durchgänge, 12 bis 15 Wiederholungen, einfach nur zum Warmmachen und zum Mobilisieren. Sichert einfach das Schultergelenk ab und so kann ich wirklich langfristig verletzungsfrei bleiben. Das wäre es zum allgemeinen Aufwärmen. Jetzt kommen wir auch schon zur ersten Übung, zum übungsspezifischen Aufwärmen und dann können wir wirklich richtig durchstarten. Sind aufgewärmt, der Körper ist ready. Weiß, es kommt gleich eine Belastung und können wirklich auch die maximale Performance im Training abliefern. Sehr, sehr wichtig. Wir starten mit Kurzhantel Bankdrücken. Ich präferiere es mit der Kurzhantel, da spüren die meisten die Übung auch besser, weil man wirklich bewusst die Ellbogen reinnehmen kann, dadurch mehr die Schulter rausnimmt. Noch dazu, um die Brust wirklich effektiv zu treffen, müssen wir unseren Oberarm zur Körpermitte führen, sprich eine Adduktionsbewegung. Beim normalen Langhantel Bankdrücken drücken wir nach oben, sprich wenn wir hier die Bewegung vergleichen, im Vergleich zur Kurzhantel, wo wir die wirklich eindrehen können, habe ich hier ein viel besseres Feeling, weil wir einfach exakt im Phasenverlauf arbeiten. Darum spüre ich es wirklich besser, kann mich mehr auf die Brust konzentrieren. Darum starten wir mit Kurzhanteln, 3 Sätze, 8 bis 10 Wiederholungen. Wichtig, wir haben keine fixe Wiederholungszahl, sondern nehmen uns einen Wiederholungsbereich. Das heißt, wir wählen ein Gewicht, wo wir 8 bis 10 absolvieren können, nah ans Muskelversagen trainieren. Und wenn wir 3 Sätze mit dem Gewicht dann in der Einheit für 10 Wiederholungen geschafft haben, können wir das nächste Mal um die kleinstmögliche Einheit erhöhen und dann wieder 3x 8 bis 10 probieren. Wenn wir dort mit dem Gewicht wieder die 10 voll gemacht haben, erhöhen wir wieder das Gewicht. So können wir wirklich super Progression feststellen. Darum erste Übung, 3x 8 bis 10. Und worauf du achten musst, zeige ich dir jetzt bei der Übungsausführung. Wichtig, die richtige Übungsausführung beginnt beim Kurzhantelbankdrücken schon beim Umsetzen. Das heißt, legt euch das Gewicht wirklich nah zur Hantelbank, damit ihr einen kurzen Weg habt, hier so viel wie möglich Kraft spart. Dann platzieren wir wirklich die Kurzhantel am Oberschenkel, nehmen wirklich die Schwerkraft mit, kippen mit unseren Oberschenkel die Kurzhantel nach hinten, dann sind wir schon in der Ausgangsposition. Die Schultern sind wirklich hinten fixiert, die Ellbogen drehen wir bewusst nach vorne ein, um die Schulter so gut es geht rauszunehmen, führen dann die Bewegung aus, gehen oben leicht zusammen, dass wir wirklich im Phasenverlauf arbeiten, gehen nach unten so tief, als würden wir eine Langhantel in Verlängerung der Brustmuskulatur ablegen. Raufgehen, ausatmen, runtergehen, kontrolliert, einatmen, ausatmen. Wirklich eine kontrollierte Negative, da holt ihr nochmal einiges an Potenzial raus. Schub, ausatmen. 3 Sätze, 8 bis 10 und dann setzen wir einen super Stimulus bei der ersten Übung in der Brustmuskulatur. Weiter geht's mit Schrägbankdrücken an der Multipresse, speziell für die oberen Fasern. An sich muss man sagen, wir trainieren natürlich immer den gesamten Brustmuskel. Jedoch können wir durch die Neigung bzw. den Einfallswinkel des Oberarms bestimmen, welche Fasern wir priorisieren möchten. Möchten wir jetzt die oberen Fasern priorisieren, die hier schräg verlaufen, müssen wir den Oberarm bzw. den Ellbogen genau in der Richtung zur Körpermitte bringen, sprich wieder eine Adduktion ausführen im Verlauf der oberen Fasern. Sprich Schrägbank ideal, sind somit in einer schrägen Position und können hier wirklich spezifisch die oberen Fasern priorisieren, was auch aktuell mein Ziel ist. Man könnte das Ganze auch als erste Übung machen, wenn man den oberen Anteil priorisieren möchte, allerdings spüre ich dann immer leicht meine Schulter. Darum immer als erste eine Flachbank-Variante, dann ist die Brust wirklich schon schön warm und dann kann ich in der Übung auch nochmal besser meinen oberen Anteil priorisieren, spüren und fokussieren. Wir machen hier 3 Sätze, 10 bis 12. Du kannst
kannst das Ganze natürlich auch frei machen. Ich habe aber gerne eine Kombination aus frei wie mit den Kurzhanteln und hier geführt, eher mal schnell. Und damit können wir das Nervensystem nochmal ein bisschen entlasten. Zur Ausführung, wir nehmen die Schultern wieder bewusst nach hinten, gehen in ein leichtes Hohlkreuz, allerdings nicht zu stark, sonst würden wir wieder eine Flachbank-Variante simulieren. Das heißt, leicht ins Hohlkreuz, Schulterblätter hinten angelehnt. Wie weiter greifen wir? Und zwar greifen wir so breit, dass euer Unterarm im untersten Punkt einen rechten Winkel zum Boden bildet, denn dann stimmt die Kraftübertragung und ihr könnt schön aus der Brust arbeiten. Gehen nach oben, entlasten jedoch oben nicht das Gewicht, sondern halten immer die Spannung. Gehen runter, kontrolliert, kurzer Stopp, Schub. Gehen runter, kontrolliert, kurzer Stopp, Schub. Einatmen, Spannung aufbauen, kurz halten, Schub. Und somit können wir wirklich ideal die oberen Brustmuskelfasern treffen. Wir hatten zwei drückende Bewegungen, davon eine flache, eine schräge. Welche Übung fehlt jetzt noch, um das Brustworkout wirklich abzurunden? Und zwar eine Fly-Variante. Wir machen hierfür Flies am Kabelzug, einfach nochmal um Blut reinzubringen, die Brust ordentlich aufzudehnen und den Rest zu geben. Drei Sätze, 12 bis 15, wirklich bewusst ein höherer Wiederholungsbereich, aufs Feeling arbeiten, wirklich auf eine Mind-Muscle-Connection konzentrieren. Dafür stellen wir den Kabelzug bewusst höher ein, gehen dann einen Schritt nach vorne und führen dann wirklich vor unserem Körper die beiden Kabelzüge zusammen, halten im vordersten Punkt kurze Kontraktion, gehen nach hinten, strecken die Brust raus, bauen wirklich die Spannung auf, kontrollieren die Negative, merken hier im Umkehrpunkt wirklich den Stretch in der Brust, gehen wieder zusammen. Kontrolliert die Negative, einatmen, Spannung in der Brust aufbauen und dann schön squeezen. Wirklich auf die Mind-Muscle-Connection konzentrieren, schön aufs Gefühl arbeiten und der Brust in drei Sätzen nochmal den Rest geben. Dann haben wir insgesamt 9 Sätze für die Brust gemacht, dann sind wir auch schon durch und kommen jetzt zur Schulter. Weiter geht's mit Schulterdrücken an der Multipresse. Ihr könnt das Ganze auch frei machen im Stehen. Ich präferiere es an der Multipresse, weil ich dadurch einfach mich noch mehr auf den Muskel konzentrieren kann. Speziell vordere, seitliche Schulter, aber auch die oberen Fasern, wenn wir in der Ebene drücken. Super, weil ich diese auch priorisieren möchte, kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Und zwar positioniert ihr die Bank in der Multipresse so, dass ihr mit der Stange so nah wie möglich an eurem Kinn herunterkommt, die Stange hier ablegt, wirklich den ganzen Bewegungsradius mitnimmt, ganz in die Negative geht. Wir greifen ein bisschen breiter als schulterbreit, dass unsere Unterarme wieder im rechten Winkel zum Boden stehen. Heben das Gewicht raus, ist auch schon mein Arbeitsgewicht. Atmen ein, kontrollieren die Negative, bauen Spannung auf, halten kurz den Punkt und schieben das Gewicht raus. Spannung aufbauen, Schub, oben keine Pause einlegen, sondern wirklich die Spannung auf der Schulter halten, nach unten gehen, kurz den Umkehrpunkt kontrollieren, Schub und schon wieder langsam in die Negative. Negative kontrollieren, kurz halten, Schub. Drei Sätze, 8 bis 10, alles geben, nah ans Muskelversagen und dann wird die Schulter auch wachsen. Wirklich ausschlaggebend für deine Physik, für deinen Look, fürs erste Erscheinungsbild ist deine seitliche Schultermuskulatur. Würde ich sagen, ist auch einer meiner Stärken und dabei hat mir wirklich Seitheben geholfen. Egal ob mit der Kurzhantel oder am Kabelzug. Ich präferiere es mittlerweile am Kabelzug, beziehungsweise schau, dass ich in der Woche sowohl den Kabelzug als auch die Kurzhantel drinnen habe. Heute führen wir den Kabelzug aus. Der Vorteil hierbei, wir haben wirklich konstant Last auch in der Dehnung, was bei der Kurzhantel nicht der Fall ist. Um das Maximum hier rauszuholen, stellen wir den Kabelzug wirklich auf Hüfthöhe ein, damit wir den Vorteil von der Dehnung mitnehmen. Um jetzt ideal die seitliche Schultermuskulatur zu treffen, lehnen wir unseren Oberkörper ein wenig nach vorne und gehen dann nicht ganz seitlich nach oben, sondern ein bisschen nach vorne geneigt, 60 bis 70 Grad. Dann trainieren wir in der Skapularebene. Das ist einfach die Ebene, in der wir am besten die seitlichen Schultermuskelfasern trainieren. Sieht man auch sehr schön bei der Ausführung hier, wie die seitliche Schulter arbeitet. Das Wichtigste ist auch, konzentriert euch, euren kleinen Finger nach oben zu bringen. Man sieht auch gleich den Unterschied. So ist die seitliche Schulter im obersten Punkt. Würde ich jetzt die Hand aufdrehen, wäre die vordere Schulter im obersten Punkt beziehungsweise angespannt und dann würden wir diese auch trainieren. Das heißt wirklich bewusst eindrehen, kleiner Punkt nach oben, Ellbogen gedanklich nach oben ziehen, als würde das sozusagen den Oberarm in einer Parallele zum Boden bringen wollen. Oberkörper ist nach vorne geneigt, 60 bis 70 Grad. Hiervon machen wir 3 Sätze, 12 bis 15 Wiederholungen. Schraubt euer Ego zurück, schraubt das Gewicht zurück, hier geht es wirklich aufs Feeling, dass wir wirklich konzentriert die seitlichen Schultermuskelfasern ans Muskelversagen bringen. Es bringt jetzt nicht, wenn ihr viel Gewicht nehmt, ja, ich kann 25 reingeben und das Ganze dann irgendwie schwingen, aber das kommt nun mal nicht effektiv in der seitlichen Schulter an. Ego, Gewicht runternehmen, wirklich schön konzentriert, seitliche Schultermuskulatur ins Versagen bringen und dann wirst du auch einen schönen breiten Frame bekommen, der wirklich fürs Erscheinungsbild, für deine Optik unglaublich entscheidend ist. Kleine Ergänzung, wenn ihr jetzt wirklich schon fortgeschritten seid, Seitheben am Kabelzug erfolgreich absolviert habt, könnt ihr direkt danach euch 2 Kurzhanteln schnappen und noch einmal 12 bis 20 Wiederholungen machen für 3 Sätze, ist nochmal mehr Volumen, also schauen, ob du es verträgst. Aber so hast du wirklich den Benefit, weil du seitdem einerseits am Kabelzug hast, die gedehnte Position priorisierst und hier mit der Kurzhantel die kontrahierte. Viel Volumen, denn das verträgt auch die seitliche Schultermuskulatur. Jetzt nur ein Tipp für Fortgeschrittene, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen, um das Maximum rauszuholen. Grundlegend war der Trizeps wirklich schon überall involviert, bei allen drückenden Bewegungen für die Brust, für die Schulter.
Aber speziell der lange Trizepskopf hinten ist eine Schwachstelle bei den meisten, auch bei mir. Der hat noch ein bisschen weniger Reiz abbekommen. Darum machen wir jetzt noch speziell eine Übung für den langen Trizepskopf. Und zwar mit Kurzhanteln, könnt ihr wirklich überall machen. Brauchen nur zwei Stück und eine Schrägbank dafür. Generell spüre ich den Trizeps besser, wenn ich mehr Wiederholungen mache. Sprich so 12 bis 15, drei Sätze und dann ist das Push-Workout schon abgeschlossen. Ihr schnappt euch dafür zwei Kurzhanteln, geht dann in die Ausgangsposition, schaut wirklich, dass ihr die Oberarme stabil parallel haltet in der Position, geht ganz in den Stretch, haltet hier wirklich kurze Spannung auf den Trizeps, geht nach oben und anschließend wieder in die Negative. Spannung bewusst halten, ausatmen und nach oben gehen. Müsst oben nicht ganz durchdrücken, sondern könnt immer leicht einen Winkel halten, dann habt ihr wirklich konstant Spannung auf den Trizeps. Nach unten gehen, Spannung halten, ausatmen, nach oben und wieder in die Negative. Diese kontrollieren, wirklich schön auf den Trizeps kontrollieren, die Umkehrpunkte bewusst kontrollieren, wirklich unten auch die Spannung spüren, merken, wie der Trizeps brennt. Gerade bei der Übung, die ersten Wiederholungen gehen sehr einfach und ab 10, 11 Wiederholungen wird es dann schon ganz schön anstrengend. Man denkt am Anfang, man kann mehr Gewicht nehmen, bleibt mal bei dem, schaut mal 15 Wiederholungen kontrolliert zu erreichen. Und wenn das zu leicht war, könnt ihr dann steigern. Aber hinten raus wird die Übung auf jeden Fall sehr, sehr schwer. 3x 12 bis 15. Eine Trizepsübung reicht eigentlich komplett, da wir davor wirklich, wie gesagt, schon den Trizeps ordentlich involviert hatten. Für alle Fortgeschrittene oder wenn du jetzt wirklich deine Arme oder deinen Trizeps priorisieren möchtest, wie es aktuell bei mir der Fall ist, kannst du davor drei Sätze auf der Schrägbank machen und dann noch zwei Sätze mit der Stange vor dem Körper, speziell eher für den kurzen Kopf. Hast du insgesamt fünf Sätze für den Trizeps. Auch nochmal hier, worauf musst du achten? Wirklich schön kontrollierte Spannung halten. Ganz nach unten durchdrücken, Umkehrpunkt kontrollieren, Negative mitnehmen, Spannung aufbauen und wieder nach unten durchdrücken. Hier nochmal zwei Sätze, auch 10 bis 15 in dem Wiederholungsbereich und dann hast du wirklich einen effektiven Push-Day durchtrainiert. Das war's auch schon mit dem Trainingsvideo. Ich hoffe wirklich, dass du dir einiges mitnehmen konntest. Wirklich setz die Technik 1:1 um, denn wenn du wirklich eine kontrollierte Technik anwendest, mit der Zeit viel Gewicht mit der richtigen Technik bewegen kannst, setzt du einfach einen unglaublichen Wachstumsreiz. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, denn bald kommen mehrere Trainingspläne. Wenn dir dieses Video Mehrwert geliefert hat, würde ich mich sehr über einen Like, dein Abo, die Glocke freuen, damit wir zusammen dieses YouTube-Projekt voranbringen, zusammen wachsen und wir einfach das Maximum rausholen. Wir sehen uns schon bald im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.